Stell dir einmal vor, du bist mitten im Kundeshooting und plötzlich fällt dir kein schönes Motiv mehr ein für dein Hundemodel. Und viel schlimmer noch, in dem Moment überlegst du, was habe ich jetzt schon im Kasten? Was wollte ich noch fotografieren? Da kann wirklich schnell mal Panik auftreten. Und damit dir genau das nicht passiert, habe ich dir eine Auswahl an Bildmomenten zusammengestellt aus meinen Hundeshootings. Lass dich inspirieren und nimm gerne Ideen mit zu deinem nächsten Shooting. Hallo, ich bin Nicoletta und auf diesem Kanal teile ich mit dir meine Erfahrungen und mein Wissen aus über 20 Jahren Selbstständigkeit in den Bereichen Grafikdesign, Bildbearbeitung und natürlich der Tierfotografie. Heute geht es um die Hundefotografie, also lass uns die Bildbeispiele anschauen, die ich dir mitgebracht habe. Und solltest du Fragen haben zu diesem Thema oder auch zu anderen Themen, schreib es mir gerne in die Kommentare. Und nun würde ich sagen, lass uns loslegen. Beginnen wir mit dem Klassiker, das Porträt. Das klassische Porträt sollte bei keinem Shooting fehlen. Es zeigt den Hund in einer Umgebung, die den Betrachter möglichst nicht ablenkt. Solche Porträts eignen sich auch gut, um zum Beispiel Rassemerkmale herauszustellen oder auch um auf Besonderheiten aufmerksam zu machen, die dem Besitzer wichtig sind. Du lenkst den Fokus also direkt auf den Hund und lässt ihn in seiner Schönheit wirken. Das Lieblingsspielzeug. Vor einem Shooting frage ich den Besitzer immer, ob der Hund ein Lieblingsspielzeug hat. Manchmal ist es auch eine Decke oder ein Halstuch. Diese Dinge kannst du super in das Motiv einbauen und was schön ist, du erzählst schon ein wenig mehr über dein Model als bei dem klassischen Porträt. Dann haben wir die Kunststücke und Lustiges. Viele Hunde zeigen gern, was sie können, kleine oder größere Kunststücke. Und manchmal lassen sie sich auch zu lustigen Posen animieren. Dann haben wir den Sichtwechsel. Wähle immer mal eine andere Sicht. Ungewöhnliche Perspektiven und Blickwinkel geben wirklich abwechslungsreiche Motive. Verändere einfach mal zwischendurch die Position zu deinem Model. Also geh um dein Model herum oder geh mal ganz weit runter oder auch stell dich irgendwo rauf. Dann haben wir noch die Requisiten. Ich zum Beispiel liebe es, mit Requisiten zu experimentieren. Wenn ich weiß, dass das Shooting möglichst an einem Ort stattfindet, nehme ich immer Requisiten und Deko mit. Ich überlege mir aber vorher, welche Ausstattung zum Thema des Fotoshootings passt. Bei einem Welpenshooting habe ich oftmals eine Kiste oder einen Korb dabei und einmal habe ich auch alte Schuhe mitgenommen. Zumindest dachte ich, es seien alte Schuhe. Kleine Story am Rande, mein Mann war nämlich anderer Meinung. Als er seine Schuhe auf den Bildern nachher entdeckt hat, fragte er mich entsetzt, ob ich seine guten Schuhe mitgenommen hätte. Also, da pass vorher ein wenig auf, welche Requisiten du mitnimmst. Und bei einem Shooting in der Natur, wenn ich die Location öfter mal wechsle, dann nutze ich natürlich Requisiten, die mir die Landschaft zur Verfügung stellt. Das können Baumstämme sein, Brücken, Steine, also so große Findlinge. Und einmal habe ich auch ein altes, ganz pinkfarbenes Boot gefunden. Das siehst du hier bei dem Motiv, in dem Jackie drin sitzt. Also halt immer Ausschau und lass dich inspirieren. Dann haben wir die Motive in Blumen, Büschen, Sträuchern und so weiter. Bäume, Äste und Zweige nutze ich super gerne als Rahmen. Also das nennt man auch Framing in der Fotografie. Möchte ich Blüten im Bild haben, dann gehe ich meist schon vor dem Shooting auf Entdeckungsreise, da ich die Farben immer sehr gerne mit der Kleiderfarbe des Models abstimme. Denn das sollte passen, ohne dass ich nachher viel in der Bildbearbeitung an den Farben der Sträucher oder Blüten verändern muss, weil es soll ja auch noch das Natürliche erhalten werden, jedenfalls bei meinen Bildern. Die beiden Windhunddamen habe ich ganz bewusst vor diesen Baum gestellt, da ich diese Maserung der Rinde so schön fand und das findet sich dann auch wiederum im Fellkleid des Models wieder.
Und noch ein schöner Nebeneffekt, Sträucher, Blumen und Gräser machen sich besonders gut im Vordergrund. Und platzierst du dein Model dahinter, hast du einen weichen Vordergrund und das macht den Rand nach unten hin weicher und es wirkt nicht so hart abgeschnitten. Dann haben wir natürlich die Kuschelbilder. Wenn der Besitzer mit auf das Bild möchte, dann dürfen Kuschelbilder natürlich auf keinen Fall fehlen. Aber auch hier achte ich immer darauf, dass diese romantischen Momente wirklich zum Model passen, beziehungsweise auch zu der Beziehung der beiden. Family und echte Kumpels. Männer kuscheln anders. Und um diese Beziehung authentisch darzustellen, wähle ich für die männlichen Models meist ganz andere Posen als für die weiblichen Models. Denn meist geht es darum, Kumpelpartnerschaft zu zeigen. Und da passen ganz oft diese typischen Kuschelbilder nicht so zusammen. Und Action. Seitliche und frontale Laufbilder lassen sich an fast jeder Location umsetzen. Und es müssen auch nicht immer diese Vollspeed, Voll-Action-Bilder sein, wie ich finde. Auch das muss wieder zu dem Model passen. Zum Beispiel, wenn ein kleiner weißer Hund mit einem strahlenden Gesicht auf dich zutrabt, wie die kleine Luna. Und was du auch schön machen kannst, lass doch mal den Besitzer mit seinem Hund zusammen in diesen Spielmodus gehen. Und so bekommst du auch authentische Actionbilder aus dem wahren Leben der beiden. Dann haben wir noch Motive auf dem Arm. Bei kleinen Hunden und Welpen nutze ich das sehr gerne, diese Motive, wenn der Besitzer seinen Hund auf dem Arm hat, um damit nochmal die Nähe darzustellen. Und natürlich als Nebeneffekt auch, dass der Besitzer nicht immer runtergehen muss, um auf Höhe seines Hundes zu sein. So schaffe ich die Ebene von beiden, indem der Besitzer seinen Hund, ja, die Ebene nach oben befördert. Und als letztes habe ich noch Freestyle für dich. Das mag ich besonders gerne. Es bedeutet, einfach mal schauen, was passiert. Und die schönsten Freestyle-Bilder entstehen zwischendurch. Es sind für mich diese typischen Zwischenmomente. Beim Pausemachen, Entspannen und wenn man einfach nichts erwartet. Du erwartest nichts von den Models, der Besitzer erwartet nichts von seinem Hund. Und dann entstehen wirklich meist ganz wunderschöne Motive. So, das war eine kleine Auswahl an Bildbeispielen. Ich hoffe, du konntest viel Inspiration mitnehmen für deine nächsten Shootings. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schenk mir ein Like, abonniere diesen Kanal, wenn du kein Video mehr verpassen möchtest. Ich freue mich auf dich. Und vielleicht schreibst du mir ja auch, welches deine Lieblingsmotive sind beim Hundeshooting oder welches du von meinen Ideen umsetzen konntest. Also, bis dann. Deine Nicoletta. Tschüss!